Montag, 26.12.2016, zweiter Weihnachtsfeiertag. In Magdeburg ist wieder Handballzeit. Zu Gast sind die Rhein-Neckar-Löwen. Wird der SC Magdeburg seinen Fans eine Weihnachtsüberraschung bereiten? Orakelt wird jedenfalls kräftig. Einen Fan habe ich vorher getroffen, der hat mir gerade was vorgerechnet und gesagt, dass ihr mathematisch keine Chance habt. Und zwar 2010 habt ihr in Magdeburg verloren. 2013 auch. Und jetzt haben wir? 2016. Alle drei Jahre. Wie gehst du mit dem Druck um, Olli? Ich habe schon einige Fans von euch getroffen, die waren alle recht positiv dem SCM gegenüber. Natürlich volle Halle, ist ein spezielles Spiel. Ich glaube, in so einem Spiel ist es auch nicht nur, wie man als Mannschaft auftritt, sondern der Kampfgeist. Also du musst natürlich hier in dieser Halle dagegenhalten, du musst mindestens genauso viel Gas geben wie Magdeburg. Und wenn du das schaffst, körperlich dagegen zu halten, dann hast du auch eine Chance hier. Und wenn du das nicht schaffst, dann weiß jeder, Birdland-Halle, jetzt geht der Arena, kann unfassbaren Druck aufbauen. Das wissen wir, darauf sind wir vorbereitet. Und wir wollen aufs gleiche Niveau kommen wie der SCM. Und dann hoffentlich was mitnehmen. 6.800 Zuschauer in der ausverkauften Getek Arena erwarten jedenfalls eine tolle Partie zwischen dem Pokalsieger und dem deutschen Meister. Und die Zuschauer machen schon vor dem Spiel ordentlich Betrieb. Los geht's also mit dem ersten Spiel der Rückrunde. Jannik Green zeigt sofort, was hier heute gehen soll. Dann folgt das erste Tor. Finn Lemke steigt hoch und lässt es krachen. Und weil es so schön war, macht er es Sekunden später gleich noch einmal. Aber die Löwen haben zu diesem Zeitpunkt immer eine Antwort parat und gehen in der 6. Minute durch Hendrik Pekeler sogar in Führung. Dieser Angriff des SCM bringt nichts. Und es ist wieder Jannik Green, der die Löwen stoppt. Das war dann eher nach dem Geschmack des Publikums. Zielko Musa dreht sich einmal um Alexander Pettersson und trifft zur Führung 6:5. Andy Schmid erzielt per 7 Meter noch einmal einen Ausgleich. Das war es dann aber für die Löwen. Erst pariert Jannik Green. Und wieder Jannik! Und kurz darauf bedient Christian O'Sullivan Zielko Musa und der erhöht zum 8:6. Der SCM kam in einen Lauf und so traf auch Michael Damgard aus allen Lagen. Hier das 12:7, eins von seinen 8 tollen Toren der Partie. Hier gleich noch einmal, Michael Damgard, er steigt hoch und hämmert zum 14:8 ein, der SCM jetzt 6 vor. Aber die Löwen kamen wieder ran, hier das 15:12. Daraufhin nahm Bennett Wiegert für den SCM eine Auszeit. Hier hatte nicht nur Michael Damgard noch einen Löwen am Ball gesehen. Ballbesitz also für die Gäste und es folgte deren 15:13 durch Rafael Baena. Die Abwehr des SCM steht gut. Und so ist es in der 27. Minute Finn Lemke, der mit dem 18:13 zur Stelle ist. 30 Sekunden später die gleiche Situation. Der Angriff der Löwen verfängt und Robert Weber bedient Matze Musche, der trotz Umarmung von Andy Schmid das 19:13 klar macht. Nach wunderbarem Zuspiel dann Matze Musche mit dem 20. SCM-Tor. Sekunden vor dem Pfiff netzt dann Alexander Pettersson zum Halbzeitstand 20:15 ein. Die erste Halbzeit war also vom Feinsten. Alle fragen sich, würde das noch eine weitere Halbzeit so laufen? In der 31. Spielminute gibt es hier einen 7 Meter für die Löwen und Jannik Green hält. Das macht Robert Weber als Mister zuverlässig auf der anderen Seite dann besser. Auch wenn es, und das dürfte neu sein, von ihm heute kein Feldtor gab, die 3 7 Meter haben gesessen. Große Aufregung gab es dann nach dieser Aktion. Jannik Green hält und wirft sofort auf das Gästetor. Aber das wird nicht gegeben. Dafür 2 Minuten gegen Zielko Musa. Es ist der bestens aufgelegte Christian O'Sullivan, der wieder den 6-Tore-Vorsprung herstellt.
Die Gäste jetzt mit weit vorgezogener Abwehr, aber das hindert den siebenmal im Spiel erfolgreichen Meth Christiansen nicht am Treffer zur 7-Tore-Führung. Die Halle tobt und glaubt fest an den Sieg. Die Löwen verkürzen auf minus 5. Nachdem die Mannheimer auf 4 Tore heran waren, nahm Trainer Bennett Wiegert eine letzte Magdeburger Auszeit. Alle wollen den Sieg. Gut 3 Minuten vor dem Ende geht der SCM erneut mit 6 Toren in Führung. Die Löwen legen nochmal einen Schlussspurt hin, aber mehr als Ergebniskosmetik gelingt mit den 35:32 nicht mehr. Der SC Magdeburg liefert das große Weihnachtsgeschenk für sich und seine Fans. Für den deutschen Meister gab es heute hier in der GTEC Arena nichts zu holen. Hier die Stimmen zum Spiel. Minus 3 klingt eigentlich nicht so schlimm, aber ich denke, ihr hattet euch was anderes vorgenommen. Ja klar, wir haben uns was anderes vorgenommen, aber wir wussten auch, dass es hier ganz schwierig ist, einfach zu gewinnen und dass man auf einem sehr, sehr guten Niveau spielen muss, um hier gewinnen zu können. Und das haben wir heute, ja, ich würde sagen, immer 45 Minuten nicht geschafft, gut genug zu sein. Ich hatte das Gefühl, ihr seid mit der Abwehr des SCM nicht so zurechtgekommen. Ja, das weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, das größte Problem war unser Rückzugsverhalten. Wir haben in der ersten Halbzeit fast 10 Gegenstoßtore oder Tore über die zweite Welle bekommen. Und das war viel, viel zu schlecht. Ich habe zumindest dran geglaubt. Ja. Ich glaube, ist immer alles. Ich denke immer, dass wir zu Hause zu ganz Großen fähig sind. Und wir haben heute mit allen Sachen, mit allen Umständen, kranke Spieler, gesperrte Spieler, was Besonderes geleistet. Und das steht Magdeburg einfach gut zum Gesicht. Ich freue mich, dass dieses Jahr dieses Gesicht in Erinnerung bleibt und wir dann, ich glaube, alle auch mit Fans, mit Umfeld versöhnlich dieses Jahr ausklingen lassen können, weil es doch ein gutes Jahr für den SC Magdeburg war. Yannick, das waren heute so Torwartfestspiele. Du hast ja das Tor teilweise regelrecht vernagelt. Das sah heute alles nach dem Plan aus. Eine geschlossene Mannschaftsleistung vom Start weg, die Halle dahinter, Bums, das musste einfach knallen heute, oder? Ja, so ein Gefühl hatten wir, als wir ins Spiel reinkamen. Einfach mit voller Bulle. Wir waren vor allem in unserem Angriff unglaublich gut, in unserer zweiten Welle sehr stark und am Anfang auch in die Deckung. Wir hatten ein bisschen Probleme mit 7-6, aber Löwen ist auch eine gute Mannschaft und wir waren zum Glück diesen Tag besser. Löwen sind eine gute Mannschaft, muss man einfach mal so stehen lassen. Es spielte der Meister gegen den Pokalsieger. Dennoch, bei euch hat heute vieles funktioniert, was man sonst so erfolgreich nicht sieht. Was war es? Das Quäntchen Glück, das gute Weihnachtsessen, woran lag es? Vielleicht sollen wir so essen, auf das. Nee, das ist schwierig zu erklären, aber heute hat alles geklappt einfach. Wir haben super, super Leistungen vorne gebracht, wir haben fast keinen technischen Fehler und einfach gut in die Deckung gestanden. Das war schön, schön da mitzumachen. Heute haben wir zeigen, dass wir haben die Qualität und die Potenziale, aber wie heute müssen wir machen jeden Mal. Das geht nicht, wir nur machen das gegen Rheiniger Löwen. Mussten wir auch gegen Hannover zu Hause machen. So das nehmen wir mit und kämpfen weiter. Ich denke, das war unglaublich heute und ich habe nicht so viele Worte gerade, aber das war geil. Ich denke, dies ist das erste Spiel, dass wir spielen sehr, sehr gut für 60 Minuten und wir brauchen 60 gute Minuten gegen eine super Mannschaft, dass diese Löwen ist. So, wir sind so. Ich bin sehr glücklich für diesen Sieg und jetzt ist Nationalmannschaft und ja, aber das ist schön mit diesem Sieg, das letzte Spiel für die Nationalmannschaft.